Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, zu einem weiteren Video. Wenn du gerade das Aufbereitungsvideo vom Clio gesehen hast, dann ja, du bist richtig. Das ist jetzt das kurze Video für die Klimafresh-Anwendung. Und zwar will ich das einfach ganz kurz zeigen. Das wird nicht lange gehen, ich denke so 2-3 Minuten das Video. Wir haben hier eine Dose, Klimafresh nennt sich das Ganze. Wir haben hier gerade ein Raucherfahrzeug, das wir wieder gut duftend machen wollen. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass die Gerüche sich ja auch in den Lüftungsschächten und in der Klimaanlage absetzen. Und um dorthin zu kommen, nutzen wir jetzt das Klimafresh. Heißt, ihr nehmt euer Fahrzeug, macht alle Türen zu, Lüftung auf stärkste Stufe, die Umlufttaste betätigen, ganz wichtig, damit er nur die Luft aus dem Innenraum nimmt und nicht vom Außenbereich. Dann macht ihr diese Dose auf, drückt den Knopf nach unten, oder den Verschluss, zeige ich euch gleich. Und dann bleibt die Dose, oh, die ist hier kaputt, ich hoffe, das klappt trotzdem. Dann bleibt die Dose in der Sprühfunktion und sprüht circa 10 Minuten lang. Dieses Mittel erreichen wir eben auch den Lüftungsschacht in allen Bereichen und können auch da sicherstellen, dass da gut riechende Luft hervorkommt. Man muss gleich dazu sagen, den Rauchgeruch, wenn es ein richtig intensives Raucherfahrzeug war, wird man nie 100% loswerden. Der nächste Step wäre eine Ozonbehandlung, aber auch da kann ich von Erfahrungswerten sagen, dass wenn der Sommer kam und das Auto mal in 50 Grad heiß wurde im Innenraum, dass dann der Rauchgeruch doch wieder hervorkam. Aber wenn ihr euer Auto dann regelmäßig sauber macht, immer wieder reinigt und immer wieder sauber macht, so einmal im Monat, dann merkt man schon eine deutliche Verbesserung. Also auch jetzt nach dem Tornado, wenn man ins Fahrzeug steigt, ist es nicht mehr so, als würde man direkt im Aschenbecher sitzen. Es ist wirklich viel, viel angenehmer. Und das deckt den Rauch definitiv kurze Zeit ganz ab. Aber langfristig wird es auch nicht 100% wirken. Aber kurzfristig hilft euch das auf jeden Fall. Und dann könnt ihr es wieder anwenden, wenn es dann vorbei ist, wenn wieder der Gestank etwas kommt, weil sich Bakterien auch ablagern, können ja auch neue Gerüche sein. Genau, aber wir quasseln schon wieder viel zu lange, deswegen gehen wir jetzt zum Fahrzeug. Höchste Stufe, Umluft ist an. Ich habe jetzt hier für Füße und Innenraum, damit sich hier alles schön verteilt. Und die Dose legen wir hier, stellen wir hier in den Bereich. Und Action.